So, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle ganz herzlich heute hier am Stand von Tickmill zu einem Vortrag, einem ziemlich coolen, spektakulären Vortrag. Warum cool? Das werden wir gleich im Laufe der nächsten 45, 60 Minuten noch sehen. Wir widmen uns einem Thema, welches ich finde ein sehr interessantes ist. Ich mache das ja schon ein paar Jahre und mit der Zeit hat man sich sicherlich dann immer mal die Frage gestellt, also offensichtlich, warum Privatanleger Verluste laufen lassen und Gewinne begrenzen. Es hat irgendwann mal sich die Frage aufgetan, es gibt so viel Trading-Literatur, Lehrinhalte, Webseiten, Broker, die sehr gute edukative Ausbildungsinhalte zur Verfügung stellen. Und bei all dem sticht immer ein Zitat heraus, das heißt, lasse Gewinner laufen, begrenze Verluste. Und das ist ja jetzt im ersten Moment relativ offensichtlich. Aber nichtsdestotrotz etwas, was sich tatsächlich zeigen lässt, dass es im Kern tatsächlich der Grund für die Unprofitabilität von Privatanlegern ist. Und jetzt kann man das natürlich beobachten und sagen, okay, ich arbeite jetzt damit und ich versuche jetzt, jetzt als jemand, der es weiß, daraus einen Vorteil zu ziehen, das zu kapitalisieren. Aber, und das ist das Problem, es beantwortet ja noch nicht die Frage, warum ist das eigentlich so? Und genau diese Frage, die wollen wir heute hier versuchen mal so ein bisschen, zumindest an der Oberfläche, so anzureißen, anzukratzen. Ganz wichtig natürlich, Tickmill ist ein FCA-regulierter Broker. Im Zusammenhang ist der Risiko immer meist immer ganz wichtig. Ich werde jetzt nicht detailliert darauf eingehen, einfach den ersten Satz vortragen. Alles Weitere finden Sie dann auf der Webseite von Tickmill. Der Handel mit diesen CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Ergänzend dazu, das ist ein rein wissensvermittlungstechnisches Webinar. Das bedeutet an dieser Stelle, oder nicht Webinar, ein Seminar, ein Vortrag. Das bedeutet also, es geht hier nicht darum, irgendwelche Anlageempfehlungen oder sonst dergleichen zu nehmen. Wenn man das so verstehen möchte, verstehe es man bitte nicht. Ja. So. Das kurz zu meiner Vita. Wer daran Interesse hat, der kann mir entweder eine Mail schicken oder wir können uns gleich im Anschluss noch drüber unterhalten. Es soll eigentlich nicht um mich und mein Leben gehen, sondern wie gesagt, um die Beantwortung der Frage, worum geht es in der Behavioral Finance? Denn darauf kommt das alles, oder kann das runtergebrochen werden. Das heißt also, der Kern dieses Vortrages ist in der Tat, dass wir uns einem Themengebiet widmen wollen, einem sehr spektakulären, spannenden Themengebiet, der Behavioral Economics, beziehungsweise einem Fachgebiet davon, der Behavioral Finance, also der Verhaltensökonomik. Und wir hatten diese Frage jetzt gerade eben ja schon aufgeworfen. Warum tun Retail Trader eigentlich, was sie tun? Warum halten sie zu lange an Verlusten in der Position fest und nehmen Gewinner zu schnell mit? Und ganz besonders, wie ich ja schon sagte, weil es hier eben sehr viel Literatur beispielsweise gibt, die genau das Gegenteil proklamiert. Also, es wird nicht daran scheitern, dass man nicht lesen kann. Und ich kann Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen, nach vielen, vielen Gesprächen über viele Jahre, die ich geführt habe mit Privatanlegern, es ist auch keine Intelligenzfrage. Es ist nicht so, dass die Leute irgendwie glauben, sie sind besonders schlau und gerade deswegen im Trading besonders unprofitabel sind. Das kann sein, geht aber auch im Kern auf eine ganz natürliche menschliche Komponente zurück, die sich übrigens auch mit der Behavioral Finance erklären lässt. Es ist keine Intelligenzfrage, es ist eine ganz natürliche menschliche Tendenz. Wenn man um sie weiß und sie in den Griff bekommt, kann das dazu führen oder wird dazu führen, erfahrungsgemäß, dass eben der Profitabilität relativ wenig entgegensteht. So, wir wollen jetzt mal ganz kurz erstmal zusammenfassen, was wir wissen. Erstens, die Psychologie spielt im Trading eine wichtige Rolle und ganz besonders eben Emotionen, also Frustration, Angst, starkes Selbstbewusstsein, Ego, Motivation. Das würden Sie doch alle unterschreiben, vermute ich mal, oder? Emotionen spielen eine wesentliche Rolle. Es gibt ja auch nicht umsonst diesen Ausspruch, Trading ist zu 100% Psychologie. Und es ist tatsächlich so, und das ist etwas, das ist ein Buch, was ich empfehle, zwei Bücher, die ich Ihnen empfehle. Erstes Buch, Gerald Hüther, und zwar Biologie der Angst. Bei dir geht. Phänomenal. Gerald Hüther ist auch vor allem für jüngere Eltern super interessant, was zum Beispiel bei kleinen Kindern interessant ist und dergleichen. Ein wirklich empfehlenswertes Buch. Das zweite, ich habe den Vortrag vorher nochmal durchgeklickt, habe ich jetzt nicht in schriftlicher Form, aber kann ich so sagen, lässt sich schnell merken, schnelles Denken, langsames Denken, eben von Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger. Er hat zusammen mit Amos Tversky die sogenannte
Prospect Theory im Englischsprachigen erdacht, beziehungsweise diese Verhaltensökonomik, ich sag mal, salonfähig gemacht. Auch dieses Buch, das ist ein ziemlicher Wälzer, 600 Seiten oder sowas, das liest man nicht von heute auf morgen, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wahrscheinlich sogar das beste Trading-Buch, was es da draußen gibt. Auch das hat mit Trading nichts zu tun. Wenn Sie es gelesen haben, können Sie sich selber besser verstehen, und wenn wir uns selber besser verstehen, haben wir eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das positiv auf unser Trading anwenden zu können. So, zurück zu dem Buch von Hüther, zurück von dem Buch von Hüther auf die Aussage, basierend auf der persönlichen Erfahrung meinerseits, ist Angst unsere Hauptemotion im Trading. Angst vor Verlusten, das merkt man spätestens dann, wenn die Position eingegangen wird, Position zu groß ist, die wir eingehen und ich Angst habe zu verlieren. Oder der Trade, günstiger Fall, läuft für mich und ich habe Angst, dass ich das, was ich gewonnen habe, wieder hergebe. Übrigens dazu folgendes Beispiel. Das ist ein Zwischenfall bei mir gewesen. Das war auch die Initialzündung, warum ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe ein sehr günstiges Marktumfeld erwischt, in dem ich sehr, sehr gutes Geld verdient habe. Das bedeutet, etwas anders formuliert, ich konnte mir damit damals mein Studium finanzieren. Das war super. Dann kommt aber etwas, das ist ein ganz natürlicher Drawdown. Also ich hatte erst relativ gut verdient, hatte aber in der Tat nicht wirklich eigentlich eine Ahnung von Risiko-Money-Management. Also ich dachte, ich hätte sie, hatte ich aber nicht wirklich. Und natürlich reduzierst du die Positionsgröße relativ spät. Also was ich begriffen habe, war, Gewinner laufen lassen, okay, das kriegen wir hin. Und ich hatte auch verstanden, wenn du einen Vorteil hast, fahr die Positionsgröße hoch, beziehungsweise trade aggressiv und kapitalisiere das optimal. Nur, wenn das dann kippt und du dich in einer einem Kapitalrücksetzer befindest, dann bist du am größten unterwegs. Und es ist zu spät. Zu spät. Also das heißt, man merkt einfach nicht, dass es jetzt gerade gekippt ist, und vor allem kann man es sich weder eingestehen, noch lässt das Ego es zu, die Positionsgröße runterzufahren. Und dann gibt es den Drawdown. Und unterm Strich bin ich aus der ganzen Sache profitabel rausgegangen, ja, aber ich habe trotzdem nicht gefühlt, als wenn ich verloren hätte. Und das ist etwas, das wird wahrscheinlich auch der ein oder andere kennen. Du hast eigentlich 1000 Euro, sagen wir mal 10.000 Euro Konto, tradest das hoch auf 15.000 Euro und dann siehst du einen Rücksetzer auf, sagen wir mal, 11.000 Euro und du sagst jetzt nicht, cool, ich habe 10% gemacht, ich habe 1.000 Euro noch vorne. Nein, du sagst, warum bin ich nicht vorher ausgestiegen? Was für ein Schade. Ja? So, das kennt jeder. Also, dass sie lachen, zeigt, das haben sie, das kennen sie. Es gibt ein Phänomen dafür, das nennt sich Verlustaversion, das auf Kahnemann und Tversky zurückgeht. Warum das so ist, das ist natürlich, das ist menschlich. Wenn man das weiß, kann man das auch in den Griff bekommen und kann das vor allem zu seinem Vorteil nutzen, wie wir das jetzt versuchen wollen. Nichtsdestotrotz, wenn du es nicht weißt, macht dich das wahnsinnig. Denn diese negativen Emotionen, die nimmst du ja in den nächsten Tag. Und dann startest du den nächsten Tag mit negativen Emotionen, die sehr wahrscheinlich nochmal negative Emotionen begünstigen, die dann zu einem schlechteren Trading-Ergebnis führen. Und so findet man sich entsprechend in der Verlustspirale wieder. So. Diese Emotionen, also ganz besonders die Angst, aber wir können das auch... Wer von Ihnen kann sich daran erinnern, wie er die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsieges von Trump, sagen wir, im Juni 2016 eingeschätzt hat? War es für irgendjemanden hier, der hier zuhört, eine Option, dass Trump wirklich US-Präsident wird? Irgendwie schon? Würde ich heute auch so sagen. Das Interessante ist, das nennt man Rückschaufehler. Wenn man nicht, und das ist der Vorteil an meinem Job, wenn man jeden Tag Webinare hält und mich gefragt hat, und ich habe vorher auch zusammen mit Brexit, das kann man eins zu eins übertragen, ich konnte mir weder den Brexit vorstellen, ja, es war eine Option, klar und so weiter, Menschen werden unzufrieden mit der politischen Situation, das ist auch Trump, Brexit genauso, alles wunderbar, aber nichtsdestotrotz kommt man unterm Strich doch irgendwie zu dem, kam ich zu dem Schluss, und ich kann es nicht leugnen, weil es gibt Aufzeichnungen von Webinaren von damals, ich kann nicht jetzt sagen, ja, das stimmte gar nicht, ich habe mich da geirrt oder so. Es gab die Option ja, aber die Wahrscheinlichkeit dafür war meinerseits relativ gering. Wenn ich heute gefragt werde, ja, dann sage ich, naja, logisch, klar, Trump, also die Menschen sind so unzufrieden, welche andere Wahl hatten sie denn? Und das Interessante ist, dass auch aus diesen, und das können wir heute auch sehen, an den Umfrageergebnissen vorher, die gehen auf diesen Rückschaufehler ein. Na klar, geht es auch um die statistische Signifikanz, es geht darum, ist der befragte Pool, ist der nicht irgendwie in irgendeiner Form befangen und so weiter. Aber alles in allem ist genau das eine kognitive Verzerrung. Übertragen aufs Trading, von Trump zum Trading, relativ einfach. Ich wusste ja, dass da irgendwas drin entscheiden muss. Jetzt die Frage, warum nicht long?
Relativ einfach. Naja, weil jetzt ist der Euro-US-Dollar gestiegen. Ich schaue drauf und sage, er ist gestiegen. Und deswegen schätze ich die Wahrscheinlichkeit dafür jetzt höher ein, als ich sie vorher eingeschätzt habe und deswegen ich nicht long war. Relativ einfach eigentlich. Das nennt man kognitive Verzerrung. Wir wollen aber jetzt von diesen kognitiven Verzerrungen weg. Und zwar zu realen Beispielen der durchschnittliche Verlust in diesem Zeitpunkt. Also wir sehen, der durchschnittliche Gewinn offensichtlich ungefähr nur halb so groß wie der durchschnittliche Verlust. Das ist jetzt auch kein zufälliges Ereignis, was ich hier grafisch darstelle. Im Falle nur der Euro-US-Dollar haben wir damals 9,2 Millionen Trades analysiert. Von großen Privatanlegern, nicht von großen Privatanlegern, eines Brokers, von den Privatanlegern, die bei diesem Broker traden. Und das Interessante auch an dieser Darstellung ist jetzt folgende: Wenn man das ins Verhältnis setzt, 20 Pips zu 40 Pips, dann haben wir ein Verhältnis von 1 zu 2 ungefähr. Diese 1 zu 2 finden Sie in diesem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahneman und Tversky wieder, beziehungsweise von Kahneman, verzeihung. Und zwar Schnelles Denken, Langsames Denken hinsichtlich der Verlustaversion. Dass man nämlich, und das ist die Kernaussage bei der Sache, dass man nämlich Verluste doppelt so hoch gewichtet, wie man Gewinne zu schätzen weiß. Also Verluste sind doppelt so schmerzhaft, wie Gewinne positives Gefühl nach sich ziehen. Und das ist übrigens auch genau das, was ich gerade meinte, mit dem nehmen wir die 10.000 Euro auf die 15.000 Euro. Wir verlieren eigentlich gar nicht. Wir haben immer noch einen 1.000er Profit, aber wir haben von den 15.000 Euro 4.000 Euro verloren auf 11 und nehmen diese sogar als 8.000 Euro wahr, weil das ein Faktor von 2 multipliziert ist. Das heißt, unser Konto, was wir bei 10.000 Euro begonnen haben, ist für uns, wenn auch auf dem Papier im Plus, ist es in unserem Kopf im Minus. Und dass das real ist, zeigt diese Grafik. Denn jetzt kommt natürlich ja die Frage, naja, warum nehmen die denn die Gewinner zu schnell mit? Und warum lassen die völlig? Einfaches Sprichwort im Zusammenhang mit den Gewinnern. Naja, ich habe doch lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Was ich habe, das habe ich. Ich nehme das einfach, passt schon. Ja? Bei Verlusten, ja, der kommt noch. Der kommt noch, der Trade. In den Stop raus. Ich möchte mich nicht der Tatsache entgegengesetzt stehen, dass ich jetzt wirklich einen Verlust zu realisieren habe. Denn ein schwebender Verlust ist kein Verlust. Auf dem Papier ist es vielleicht ein Verlust im Trading-Konto. Aber wir folgen der Überlegung. Wer hat erwachsene Kinder? Erwachsene. Haben die schon geheiratet? Noch nicht. Hat jemand schon verheiratete Kinder? Dann kann ich sagen, ich ja. So, jetzt gehen wir mal davon aus, Tochter oder Sohn? Tochter. Ihre Tochter kommt zu Ihnen und sagt, Papa, ich möchte jetzt heiraten. Möchtest du nicht deinen Obolus dazu beitragen, dich an der Hochzeit finanziell zu beteiligen? So den Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt haben Sie ein Aktienportfolio und haben zwei Aktien. Nur zwei, gehen wir davon aus. Die eine notiert im Plus, die andere notiert im Minus. Und jetzt entscheiden Sie sich, die Position eine von beiden glattzustellen, um das Geld freizuschaufeln und sich dann finanziell an der Hochzeit der Tochter zu beteiligen. Welche Position werden Sie glattstellen? Was denn? Wissen Sie nicht. 100% gibt es keine Garantie, aber ich vermute, Sie werden den Gewinner nehmen. Weil der Verlierer ist ja noch ein Verlierer, der kann ja noch kommen. Und der Gewinner, der hat noch einen zweiten positiven Aspekt. Auf der Hochzeitsfeier Ihrer Tochter können Sie sich hinstellen und können sagen, die habe ich hier finanziert mit einer super guten Spekulation. Ich habe nämlich einen Aktientrade positiv abgeschlossen. Das hört sich jetzt relativ plump an, ist aber in der Tat in der Mehrzahl der Fälle wirklich tatsächlich wahr. Und findet sich im Kern in dieser Grafik auch wieder. So, jetzt haben wir also theoretisches Wissen, Text, wir haben eine Grafik, aber all das wird uns vielleicht immer noch nicht ganz überzeugen. Und deswegen stellen wir uns jetzt erstmal die Frage, ich sage ja, das ist nichts Negatives, das ist ganz natürlich Menschliches, dieses Verhalten. Das wohnt uns einfach inne. Und jetzt stellen wir uns halt folgende Frage, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen griffiger verstehen? Und dafür habe ich ein Spiel vorbereitet. Und bevor ich dieses Spiel jetzt spiele, und ich freue mich riesig, dass es ganz viele gibt, die jetzt hier gerade sind, ich habe Folgendes gemacht. Es ist wie, also ich bin quasi ein Magier jetzt, ein Trader-Magier. Also, ich habe auf diesem Zettel, Elena hat es gesehen, du musst mal ganz kurz herkommen. Sie hat es hier, ich muss dir den Zettel geben, du musst herkommen. Ich habe auf den Zettel geschrieben, was ich vermute, was die Antwort sein wird. Also wir haben uns alle noch nie gesehen, oder?
Das sagen die in Las Vegas auch. Sie müssen jetzt lachen. Das ist, okay. Also, auf jeden Fall ist Folgendes. Ich habe hier draufgeschrieben, was ich glaube, was das wahrscheinlichste Ergebnis ist dessen, was Sie als Antwort für diese zwei Spiele, kann ich schon vorwegnehmen, geben werden. Okay? Ich gebe dir jetzt den Zettel. Das einstecken. Ja. Und dann gucken wir danach, ob ich recht hatte. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Also, wir spielen zwei Spiele. Die sind unabhängig voneinander. Und Sie müssen eigentlich im Grunde genommen nur entscheiden, nehme ich Variante A oder nehme ich Variante B. Also, Spiel 1, Variante A. Jeder von Ihnen hier bekommt von mir jetzt sofort 900 Euro. Cash in die Tasche. Fertig. Das war's. Sie nehmen das Geld, Sie gehen nach Hause. Das war's. Okay? Zweite Option. Sie haben eine 90%ige Chance, also in 9 von 10 Fällen von mir 1000 Euro zu bekommen, aber in einem von den 10 Fällen, also in 10% der Fälle, bekommen Sie nichts. Das heißt, Sie geben mir dann diese 1000 Euro wieder zurück und wir gehen pari auseinander. Welche Option dieser zwei wählen Sie? Und dafür frage ich jetzt einfach, wer ist für Option A? Ist das die Mehrheit? Schon so, ne? Ist das die Mehrheit? Ja. Okay, dann ist Option B folglich das Gegenergebnis. Gegenergebnis, die sagen, ich nehme den Tausender. Und das ist nur die Dame oder wenig B? Da kommen nochmal zwei, aber die erste Option, die war schon deutlich in der Überzahl. Okay, Elena, du bist meine Zeugin. A war mehr, B war weniger. Ja. Genau. So, wir spielen ein zweites Spiel. Option A, genau dasselbe. Nur in diesem Fall muss mir jeder von Ihnen 900 Euro geben. Jetzt hier sofort. Ich nehme die 900 Euro, steck sie ein, gehe nach Hause. Dann tatsächlich. Oder Option B, es gibt eine 90%ige Chance, dass Sie mir 1000 Euro geben müssen, aber 10%ige Chance, also in einem von 10 Fällen, müssen Sie mir nichts geben. Dann gehen wir einfach wieder auseinander, es ist nichts gewesen. Auch hier die Frage, welche Option wählen Sie? A? A? B? Ja, das ist die Mehrheit, weil mehr als 0 ist es auf jeden Fall. Gut. Also, Spiel A war A, Spiel B, oder Spiel 2 war B. Würdest du mir bitte meinen Zettel geben? Ja. Wenn es da nicht draufstehen würde, würde ich jetzt sagen, Elena, wo bist du? Ich glaube, im Spiel A war ich gar nicht so schlecht, das 60-70%, das war ein bisschen. Im zweiten bin ich sogar bis auf 90% hoch, dass es jetzt so krass war, dass es 100% B war, okay. Aber ich bin kein Magier. Es war damit zu rechnen, dass die Antworten so ausfallen. Weil dieses Spiel im Kern genau das ist, was wir vorhin in der Grafik gesehen hatten. Und zwar, wir wollen nochmal, ich versuche das jetzt mal, ob das geht. Und zwar, wir wollen uns einfach Spiel 1 als Gewinn, Spiel 2 als Verlust merken, okay? Spiel 1, der Gewinn war, ich nehme das, was ich habe. 900 Euro steckst du mir ein und gut ist, es sind nur 100 Euro mehr, die 1000 Euro. Das ist aber die Trader-Entscheidung. Das war insofern, also Trader würde Spiel B sagen, Spiel 1, Option B wählen. Er würde darauf pokern, dass er mehr gewinnt. Nichtsdestotrotz, und das ist wichtig, ich habe ganz bewusst mit einem mit einem Beispiel, welches jetzt nicht irgendwie lebensverändernden Charakter hat, gespielt. Also es wäre eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt sagen würde, stellen wir uns mal eine Million vor und dann haben wir eine 50-50 Chance auf 100 Millionen. Da wäre es relativ offensichtlich, dass diese Million alleine so lebensverändernden Charakter haben könnte, dass natürlich die Tendenz dazu ist, dass man sagt, ich nehme die Million. Deswegen haben wir jetzt mit dem Spiel gespielt mit 1000 Euro. Und man hat auch gesehen, 1000 Euro mit 90% multipliziert, kommt auf 900 Euro raus. Das heißt, es ist auch kein mathematischer Schnickschnack oder so. Das sind beides dieselben Ergebnisse, es ist der gleiche Erwartungswert. Aber trotzdem sagen Sie in diesem Zusammenhang, weil es offensichtlich nur um die mentale Komponente geht, ich nehme die 900 Euro, also ich greife schnell zu, ich nehme den Gewinn zügig mit. Beim Verlust hingegen zocken Sie. Ob ich jetzt 900 Euro verliere, ob ich 1000 Euro verliere, das macht keinen Unterschied. Und bei den 1000 habe ich wenigstens noch die Chance, dass ich 10% der Fälle einfach sage, Glück gehabt, gehe ich wieder nach Hause. Man hofft darauf, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Das heißt, dieses einfache Spiel illustriert in relativ
Art und Weise, dass das ein ganz natürliches menschliches Phänomen ist. Das ist ein ganz natürliches menschliches Phänomen, eine ganz natürliche menschliche Verhaltensweise. Und dass wir mit dieser im Trading konfrontiert sind, vielleicht sogar in einer Größenordnung auch auf Frequenz, weil wir natürlich nicht nur ein Trade machen, sondern der ein oder andere Handelsansätze, die kontinuierlich immer wieder Handelssignale generieren, bedeutet das, dass wir jeden Tag einer extremen, aber ganz natürlichen kognitiven Verzerrung ausgesetzt sind, die, wenn sie dann sehr wahrscheinlich negativen Einfluss auf unser Trading hat, dafür sorgt, dass wir entweder eine weniger gute Performance generieren, das ist das gute Szenario, das einigermaßen gute, oder aber sogar unsere negative Performance nochmal negativieren, nochmal beschleunigen. So, das ist das Spiel. Jetzt ist etwas ganz Interessantes passiert. Und zwar, ich habe dieses Beispiel habe ich schon mal in einem Vortrag vorgetragen. Und nach dem Vortrag kam jemand zu mir und sagte, das mit dem Spiel, das war schon nicht schlecht. Aber er hat gesagt, ich habe das verstanden, aber befürchtete, ausgehend von dem von seinen Nachbarn in dem Vortragssaal, die er hatte, sagte, ich glaube aber, dass die Leute vielleicht diese Brücke nicht geschlagen kriegen, vom Spiel zum Trading. Und deswegen habe ich dann überlegt und dachte mir so, das stimmt. Und genau deswegen nehme ich vielleicht mal ein Beispiel, was jeder relativ zügig aus der Trading-Welt nachvollziehen kann. Obwohl ich es im erweiterten Sinne schon mal gerade initial kurz thematisiert hatte, ist es dennoch so, dass ich es nochmal aufzeichnen oder aufgemalt habe. Wir stellen uns dazu einfach mal Folgendes vor. Wir haben einen ganz klassischen markttechnischen Ansatz. Das hat jeder sicherlich schon mal gehört. Steigende Hochs, steigende Tiefs. Und dann sagt man einfach, sobald der Markt auf neue Hochs ausbricht, kaufe ich. Man hat da auch einen Stop positioniert dann entsprechend, das ist dort unter dem letzten relativen Tief. Und dann wird im Grunde genommen, das ist violett, bei violett wird eben dieses Handelssignal generiert. Jetzt läuft der Markt zunächst in unsere Richtung. Das ist diese hellgrüne Linie, die man da sehen kann. So, und das ist ein positives Gefühl. Aber es ist eben dann auch eins, das ist verbunden so mit dem, ja natürlich läuft das so. Ich habe dazu ja Bücher gelesen, es gibt dazu Vorträge. Warum sollte der Markt denn jetzt plötzlich brechen in dieser Aufwärtsstruktur? Es ist wahrscheinlicher, dass er diese Vorwärtsstruktur fortsetzt. Also insofern, ich freue mich zwar, aber ich werde jetzt nicht irgendwie eine große Party anfangen zu feiern. Und ich sehe es einfach. Ist halt so. Und dann kommt dieser rotfarbene Ast. Der Markt kippt ab. Er setzt zu einer ganz natürlichen Korrekturbewegung an. Das passiert, denn damit er eine Struktur steigender Hochs und steigender Tiefs ausbilden kann, muss er ja einen Rücksetzer sehen. Das ist übrigens das gleiche Phänomen bei Bitcoin. Das war natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass man diesen parabolischen Kursanstieg hatte, aber dass der mal irgendwann runterkommen muss, das war klar. Also im erweiterten Sinne, man wusste halt nur nicht, wann er runterkommt, aber dass er runterkommt, dass er jetzt auch so runterkommt, auch das war vielleicht jetzt für den einen oder anderen nicht ganz so absehbar, aber alles in allem, lassen wir es einfach dabei bewenden. Bitcoin ist, Bitcoin hat nicht jeder positive Erfahrung mitgemacht, habe ich das Gefühl. Also, auf jeden Fall, es kommt zu dieser ganz natürlichen Korrekturbewegung. Also die rotfarbene Linie. Und jetzt haben wir dieses Phänomen, das wollen wir übertragen. Wir wissen, Verluste, also es ist ja kein Verlust, denn er korrigiert ja nur einen Teil unserer Gewinne. Aber es ist für uns gefühlt mental ein Verlust. Dann ist es eben so, dass ich sage, der Markt korrigiert 50%, das hat jemand schon mal gehört, Fibonacci und so weiter, ne, da gibt es ja diese einzelnen Level. 50% Korrektur bedeutet für unseren Trade, der eigentlich immer noch 50% im Plus liegt, also in Zahlen gesprochen, liegt ein Tausender vorne, der korrigiert 50%, liegt noch 500 Euro vorne. Das ist im Grunde genommen schon ein komplett Hergeben des bis dato aufgelaufenen Gewinns. Weil diese 500 Euro, die wir Korrektur gesehen haben, mit 2 multipliziert werden müssen. Durch nämlich die Tatsache, dass wir Verluste ja doppelt so hoch gewichten wie Gewinne. Das heißt also, wenn ich bei 1000 Euro davon ausgehe, das mit 1 zu multiplizieren, damit 1000 Euro gewinnen, wenn der Markt 500 Euro korrigiert, fühlt sich das an wie ein Verlust von 1000 Euro. Und spätestens dann, wenn der Markt dann noch ein Stück weit tiefer läuft, von 500 auf, sagen wir mal, 750 Euro Korrektur, ich liege immer noch 250 Euro vorne. Von 1000 bin ich jetzt bei 250 Euro. Dann fühlt sich das schon bereits an wie ein Verlust. Von in dem Fall 500 Euro, die ich hinten liege. Und dann ist der Moment, das ist dann gekennzeichnet mit diesem tequisfarbenen Kreis, dass ich eben dann irgendwann sage, weißt du was, ich halte das nicht mehr aus. Ich nehme jetzt einfach das, was ich habe, noch mit. Bevor ich dann noch plus minus null ausgestoppt werde und gar nichts mehr habe, nehme ich wenigstens den kleinen Gewinn. Ich habe jetzt nicht gezeichnet, wie es weitergeht. Das ist meistens der Moment, wo der Markt dann tatsächlich wieder in die Richtung dreht und neue Hochs markiert und so weiter. Der Klassiker. Und genau das, diese,
diese Überlegung, die dahinter steckt. Das ist Verlustaversion im Trading in klassischer Form, in Reinkultur im Großen und Ganzen. Das ist übrigens auch mit einer der Gründe, weswegen es Leute gibt, die ein großes Problem mit sogenannten Break-Even-Trades haben. Oder Break-Even-Stops. Was ist ein Break-Even-Stop? Ich habe einen Trade, das Setup läuft für mich, ich habe dann ein sogenanntes Risiko, sagen wir wieder von 1.000 Euro, das ist ein R. Der Markt läuft diese 1.000 Euro in meine Richtung. Ich ziehe den Stop auf plus minus 0 nach. Vielleicht gebe ich plus minus 0 plus 1, weil ich sage, dann habe ich die Kommission drin und so weiter. Und dann werde ich ausgestoppt. Es gibt viele, die sagen, das bringt keinen Mehrwert. Vollkommener Quatsch. Aber so wirklich mal, ich sag mal, statistisch belegen oder so, tut es die wenigsten. Der Grund, warum die das sagen, ist meistens relativ einfacher Natur. Es ist einfach unfassbar schmerzhaft, fühlt sich an wie ein Verlust, obwohl ich eigentlich plus minus null aus dem Markt rausgehe. Und wenn mir das oft genug passiert, dann macht das was mit mir. Es beeinflusst mich negativ. Da sind wir bei den Emotionen. Diese negativen Emotionen nehme ich dann in mein übriges Trading, in weitere Trades, am nächsten Tag von mir aus, nächste Woche, wie auch immer meine Handelsfrequenz ist, und sorgt dafür, dass ich schlechter performe. Gut, wir kommen zurück. Nämlich die Frage, worauf baut denn jetzt ein solides mentales Gerüst ganz besonders auf? Und die Frage, die sich jetzt initial stellt, haben wir ganz oben, wie kann ich denn beginnen, diese kognitiven Verzerrungen in meinem Trading zu reduzieren? Weil es soll ja nicht nur darauf jetzt rauslaufen, dass ich Ihnen erzähle, was wir für Probleme haben, sondern die Idee soll auch sein, dass man natürlich was mehr als Mehrwert mitnimmt. Und interessanterweise ist es jetzt so, es läuft alles rauf auf einen sogenannten Glaubensgrundsatz, den man mit sich formulieren oder für sich formulieren sollte. Und zwar, dass man als Ziel bei einem Glaubensgrundsatz einen auf Wahrscheinlichkeiten basierenden, eine Weltsicht formuliert für sich. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ganz plump gesprochen. Spielt jemand von Ihnen Poker? Geben Sie es zu. Nein. Blackjack? Roulette? Was? Trader, die nicht zocken? Okay, das ist sehr gut. Das bewahren Sie sich das. Fakt ist auf jeden Fall, gehen wir mal aufs Pokern. Also man kann ja mit ausgehend von der Tatsache, dass es nur 52 Karten im Deck gibt, wenn man jetzt ein ganz klassisches Pokerspiel hat, kann man ja Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wie hoch die jeweils welche ist, dass eine bestimmte Hand gegenüber einer anderen Hand am Ende gewinnt. Jetzt gibt es Konstellationen, bei denen kann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hand über die andere gewinnt, 90% betragen. Das ist zum Beispiel eine Poker-Variante, die heißt Hold'em. Das ist zum Beispiel so, wenn ich zwei Asse habe und gegen eine andere Konstellation Ass, dann hat dieser, der Ass-König spielt, nicht viele Möglichkeiten, mich mit meinem Paar Assen zu schlagen. Also dann gibt es natürlich, klar, der kann einen Flush ziehen oder eine Straße oder kann zwei Könige treffen oder sehr, sehr wenige Möglichkeiten. Und derjenige, der die Asse hat, fühlt sich ja schon wie der sichere Sieger. Er hat eine 90%ige Wahrscheinlichkeit. Jetzt passiert aber Folgendes. 90% sind nicht 100. Das heißt, in einem von 10 Fällen wird der auch seine Straße ziehen. Und es kann auch zweimal in Folge passieren. Das passiert zwar dann nur noch im übertragenen Sinne in einem von 100 Fällen, dass das zweimal in Folge passiert, aber auch das passiert. Das können Sie mir glauben, ich habe mal gepokert. Ja? Das passiert relativ häufig. Und das passiert relativ häufig so von mir wahrgenommen. Also, aber ich kann Folgendes sagen, wenn du damit ein Problem hast, und damit wirst du im Trading 1:1 jederzeit konfrontiert, dann ist das nächste große Problem, dem du dich gegenübersehen wirst, um langfristig mit deinem Trading profitabel zu werden. Also das bedeutet anders. Wenn ich jetzt einen Handelsansatz habe, der hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Und dann zum Beispiel sagt das System, setze einen Stop hier und setze dein Gewinnmitnahmelevel dort. Ja, Verhältnis von 2:1. Und ich werde aus dem Trade ausgestoppt. Das passiert ja in 50% der Fälle. Und das sorgt bei mir für ein Unwohlsein oder für eine, ich nenne das immer ganz vornehm, eine mentale Imbalance. Ja? Dann habe ich keinen Handelsansatz, dann habe ich keinen Glaubensgrundsatz für mich formuliert, der in Einklang ist mit einem auf wahrscheinlichkeitsbasierten Umfeld. Denn es ist doch klar, dass ich in 50% der Fälle verliere. Das weiß ich ja ausgehend von meinem Handelsansatz. Und deswegen sollte ich auch kein Problem damit haben, wenn ein Trade dann ausgestoppt wird. Das gehört dazu. In 50% der Fälle ist das eben so. Und das einfach zu akzeptieren, das ist eine unfassbar starke mentale Belastung, die Jahre dauert, bis man das eingeschliffen hat. Und selbst wenn man es eingeschliffen hat, kann ich Ihnen sagen, auch diese kognitive Verzerrung, diese Verlustaversion, es ist nicht so, dass ich darüber jetzt einen Vortrag halte und deswegen geheilt bin.
Ganz im Gegenteil, es passiert mir mehr als häufig, dass ich vorm Rechner sitze und mir denke, das macht aber keinen Sinn. Es ist, also ich sollte das für mich behalten und ich sollte es niemandem in der äußeren Welt erzählen, weil es einfach mal total inkonsequent wäre. Es ist aber menschlich. Deswegen, also ich schäme mich nicht dafür, dass es ist einfach so. Es ist halt so und ich kann mir deswegen relativ gut vorstellen, wie sich erstmal jemand fühlen muss, der all das vielleicht nicht weiß und der sich damit noch nicht so intensiv über viele Jahre auseinandergesetzt hat. Und deswegen kann ich Ihnen definitiv sagen, das ist eine Mega-Aufgabe, die unfassbar viele Jahre umfasst, bis man diesen Schritt, so ein Denken eben ja, etabliert hat, manifestiert hat. Ja? Und dann kommen wir jetzt zurück zu diesem Satz, nämlich da steht etwas, da steht die unbewusste Kompetenz. Das heißt, was ich versuche, ist im erweiterten Sinne, aus dem Bereich des optimalen Erregungsniveaus mich zu bewegen. Ich habe dazu gleich noch eine Grafik, das hört sich erstmal ein bisschen hochtrabend an. Und zwar, das sind diese vier Stufen des Lernens. Die haben Sie eventuell schon mal gesehen. Also wenn Sie sich ein bisschen mal mit Trading-Psychologie auseinandergesetzt haben. Das ist also der Bereich unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz. Dann gehe ich über in die bewusste Kompetenz und dann in die unbewusste Kompetenz. Das ist jetzt erstmal relativ abstrakt, kann man aber ganz einfach verstehen, wenn man sich zum Beispiel das Autofahren nochmal vor Augen führt. Autofahren kommt später. Ich fange erstmal damit an. Es gibt dieses unbewusste Inkompetenz, kann man auch so übersetzen. Man kann sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, dass ich nichts weiß. Also, oder mal in Bezug aufs Trading, nun, was kann denn jetzt so schwer daran sein, unten zu kaufen und oben zu verkaufen? Also, dafür brauche ich einen Schulabschluss. Das ist ja ganz einfach. Kaufen. Und der Broker, die bieten ja auch tolle Handelsplattformen, da muss man meistens sogar nur auf den grünen Button klicken, kaufen. Klick. So, und wenn der Markt jetzt dann, also wenn ich das unten mache, ja, dann kann der ja nur steigen und folglich drücke ich dann da oben auf Verkaufen, das ist der rote Button, und gewonnen. Dass es nicht so ist, das weiß jeder, der hier ist. Also wenn Sie es wüssten, dann, oder nein, wenn Sie davon ausgehen würden, dass es so hier ist, dann wären Sie jetzt beim Trading und würden erst morgen hierher kommen. Ja? Fakt ist auf jeden Fall einmal, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß. Und es bedarf erstmal eines wirklich negativen Erlebnisses, dass ich dann die Motivation verspüre, zu sagen, okay, ich tue jetzt etwas. Warum? Weil ich mir jetzt bewusst darüber im Klaren bin, ich bin mir bewusst, dass ich inkompetent bin. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wie gehen wir so ein Problem an? Haben wir in der Schule gelernt? Viel lernen. Also wird jedes Buch gelesen. Es wird jeder Vortrag gehört, es wird jedes Seminar, Webinar gebucht, es werden zigtausend Euro ausgegeben, es wird in Foren mitdiskutiert. Man sieht in dem Handelsansatz, den man hier hat, den Heiligen Gral. Das Interessante bei all dem ist übrigens, darauf werden wir jetzt heute nicht detailliert eingehen, aber daran, wo man relativ gut messen kann, ob man bewusst inkompetent ist, ist auch, dass man sein Handeln nicht dokumentiert. Man führt kein Trading-Journal. Warum sage ich das jetzt so direkt? Nun, weil es auch wiederum eine kognitive Verzerrung ist, der wir hier unterliegen, nämlich ich denke, ich weiß ja schon alles. Das heißt also, ich habe auch eine sogenannte Kompetenzillusion. Die geht übrigens zurück auf jemanden, die nennt sich Dunning-Kruger. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, die Grafik habe ich aber nicht. Der Dunning-Kruger-Effekt, unbewusst inkompetent, dass die Elemente, die notwendig sind, zu erkennen, dass man inkompetent ist, genau dieselben sind, um zu erkennen, dass man kompetent ist. Und da ich aber nicht weiß, dass ich inkompetent bin, kann ich mir dann bewusst inkompetent, also tue ich etwas dagegen. Das Problem ist jetzt beim Trading, es ist nicht schlecht, ein sehr solides, breit aufgestelltes Gerüst zu haben, aus dem ich mein Trading aufbaue. Problem ist allerdings in diesem Zusammenhang, desto länger man beim Trading dabei ist, desto mehr fängt man eigentlich an zu reduzieren und am Ende bei relativ einfachen Handelsansätzen zu landen. Denn beim Trading ist nicht viel hilft viel, sondern weniger ist mehr. Das ist das, was profitables Trading ausmacht eben tatsächlich. Also wenn man sich die Handelsansätze von hochprofitablen, professionellen Tradern anschaut, dann wird man fasziniert sein, dass das wirklich funktioniert. Und es tut. So, jetzt ist es dann so, dann kommt irgendwann der Moment, bewusste Kompetenz. Ich habe jetzt den Handelsansatz für mich gefunden. Ich bin einigermaßen mental gefestigt. Ich habe zwar immer noch diesen Moment, wo ich sage, ich fühle mich jetzt gerade nicht wirklich wohl damit, den Trade gegen mich laufen zu lassen. Ich würde gerne, ich nenne das immer diskretionär intervenieren. Das heißt also, ich würde jetzt gerne den Gewinn mitnehmen. Nichtsdestotrotz, ich habe begonnen zu begreifen, worauf Profitabilität im Trading basiert. Und dann wird der nächste Schritt gemacht.
jetzt gilt es im Grunde genommen, ich sag's mal ganz plump, das Panzer gleich umzusetzen. Heißt, Handelsansatz, von mir aus automatisieren, ja, Signale werden einfach umgesetzt, unabhängig von den Marktbedingungen und dergleichen. Ich gehe einfach den Trade ein, fertig. Vorstellen kann man sich das ungefähr so, ich versuche das immer mit dem Autofahren zu machen. Das hatte ich gerade schon kurz zu Beginn gesagt. Und zwar, als wir das erste Mal, vielleicht kannst du dir ein oder andere noch an die erste Fahrstunde erinnern, im Auto gesessen haben. Und da galt es, alle Einflüsse, Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Ich sitze da, es gilt jetzt erstmal, Auto anzumachen, natürlich, also auskuppeln, Gang einlegen, auf die Anweisungen des Fahrlehrers hören. In den Spiegel gucken, könnten Fahrräder kommen. In den Spiegel, Schulterblick machen, aufpassen, da kommt ja noch Verkehr, blinken, sich einordnen, rechts abbiegen, dann rechts am Berg abbiegen, ja, an dem man auch noch anfahren muss. Und das alles auf sich wirken zu lassen, überfordert einen. Massiv. Du sitzt da und denkst dir so, das kriege ich doch nie hin. Heute sitzt du im A. Ja, also da hat jemand gerade seinen Führerschein gemacht. So, wie ist es heute? Nun, heute ist das so, du setzt dich ins Auto rein, deine hochschwangere Frau neben dich, hinten drin hast du noch ein kleines Kind sitzen, das musst du irgendwie bändigen. Ja? Parallel dazu, Freisprechanlage eingerichtet, da wird noch die ganze Familie informiert, beruhigende Musik eingestellt, Verkehr, der läuft so nebenbei, man hat überhaupt gar keine Schwierigkeiten, man ist unbewusst kompetent, man funktioniert einfach. Ich muss nicht drüber nachdenken, was ich tue. Und wie komme ich in diesen Zustand? Naja, was habe ich denn, glaube ich, jetzt in der nächsten? Ja. Wie erreiche ich dieses Stadium? Ja, wie bin ich zu dem Autofahrer geworden, der ich heute bin? Ich bin halt gefahren, ich habe geübt. Ich habe es kontinuierlich immer wiederholt. Und irgendwann war es dann einfach so. Und ich mache jetzt gleich mal die nächsten beiden. Es ist etwas, das ist so ein Irrglaube. Also wir reden ja auch sehr, sehr viel über Emotionen die ganze Zeit. Es gibt so einen Irrglaube, und ich würde fast wetten, es gibt viele Vorträge, Vortragende, die man vielleicht damit konfrontiert, mit der Frage einfach mal so, hey, was hältst du von Emotionen im Trading? Und ich bin mir 100% sicher fast schon, ja, mach mal 80, aber bleiben wir bei den 80%, ist gut, dass die sagen werden, wenn du Emotionen im Trading zulässt, dann ist das das Schlechteste, was du machen kannst. Wichtig ist zu verstehen, und das ist etwas, was du spätestens dann begreifst, wenn du dich sehr intensiv und lange damit auseinandersetzt, Emotionen per se sind nicht schlecht, auch nicht im Trading. Was wir machen müssen ist, wir müssen versuchen, die Emotionen, die für uns positiv sind, auf uns, auf unser Dasein, auf unser Trading generell, einen positiven Einfluss haben, diese zu, ja, wie heißt das, schüren, ja, schüren ist ein komisches Wort, diese laufen zu lassen und diejenigen, welchen zu begrenzen, die eben negativ sind. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich nach 2 Verlusttrades so emotional werde und so den Glauben an mich verliere, ja, dann wäre ein guter Plan zu sagen, Cut nach 2 Verlusttrades für den Handelstag. Ja, aber wenn ich dann die nächste Handelschance verpasse, ja, dann ist das so. Es gibt ja am nächsten Tag nochmal eine. Also es hört sich jetzt relativ plump an, aber erfolgreiches, profitables Trading ist plump einfach. Unten kaufen, hoch verkauf. Das ist nicht schwer. Und wenn man jetzt eben unten gekauft hat und der fällt noch weiter runter, ja, dann ist das halt blöd gelaufen, aber irgendwann hat er mal einen Boden und dann kann ich immer noch unten kaufen und unten verkaufen. Das hört sich jetzt sehr einfach an. Und das soll auch nicht jetzt heißen, dass ihr immer versuchen sollt, unten zu kaufen und oben zu verkaufen. Worauf ich hinaus will, ist, einfach zu akzeptieren, dass Trading relativ einfach ist. Das ist nicht Indikatoren überladen und ein bunt, wie so ein bunter Eimer Knete, den ich irgendwie auf meinem Bildschirm habe, sondern profitables Trading funktioniert tatsächlich durch ein entsprechend sogenanntes Mindset. Also das fängt im Kopf an. Das hört sich immer so einfach an, aber es ist in der Tat genau so. Dazu vielleicht ein einfacheres Beispiel. Hat sich nicht immer schon mal jemand gefragt, in einem WM-Finale Elfmeterschießen, wenn da eine Milliardenmeute von Menschen am Bildschirm sitzt und dir zuguckt, bei deinem Elfmeter, wie die es trotzdem schaffen, einfach anzulaufen, zu schießen und auch noch zu treffen? Das fängt im Kopf an. Der verlernt ja nicht jetzt auf dem Weg vom Mittelkreis zum Mittelpunkt des Fußballspielen. Das macht er sein Leben lang. Das ist einfach, das ist eine Kopfsache. Und das ist beim Trading in der Tat nichts anderes. Das ist genau das Gleiche. Und ich will jetzt gar nicht mal so viel Text sagen.
sondern ich will gleich die Grafik zeigen. Nämlich das mit den Emotionen. Ich finde das unglaublich interessant. Das lässt sich nämlich nach einem Modell namens Jerks-Dodson, oder Jerks-Dodson-Modell, das kann man auch mal googeln, lässt sich das relativ gut einfangen. Ich hatte das gerade initial schon gesagt. Es gilt eben, die positiven Emotionen zu fördern, die negativen zu bändigen. Was interessant ist, ist, dass Jerks-Dodson zeigt, warum die Aussage nicht haltbar ist, dass Emotionen im Trading per se was Schlechtes sind. Und das ist das, was eben hier damit eingefangen ist. Wir haben unten auf der X-Achse das Erregungsniveau und wir haben auf der Y-Achse das Leistungsniveau. Und was man sehen kann ist, desto höher unser Erregungsniveau ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir eventuell auch in den Stressmodus verfallen. Also das heißt, es gibt also diesen Zustand, wo man einfach im Flow ist. Kennen Sie den? Wenn man einfach nur ist. Ich formuliere es mal anders. Man sitzt mit einem guten Freund zusammen und man redet mit dem. Und irgendwann guckt man auf die Uhr und sagt, boah, es ist schon so spät. So lange haben wir gesessen. Das ist der Zustand des Flows. Es ist einfach, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Man ist dann einfach da, man vergisst die Zeit. Man guckt nicht ins Smartphone, man guckt nicht auf die Uhr. Man ist einfach nur da. Und diesen Zustand zu erreichen, ist im Grunde genommen genau dieser Zustand, den man hier auf dieser Kurve mit dieser rotfarbenen Ellipse sieht. Das ist das sogenannte optimale Erregungsniveau. Das ist jener Bereich, in dem ich einfach performe, einfach nur bin. Jetzt passiert aber Folgendes. Wenn ich diesen verlasse, diesen Bereich, also nach rechts runterkippe, dann kommt dieser Bereich, wo ich anfange, das zu vergessen, was ich eigentlich auch aktiv umsetzen sollte. Und dann kommen so Dinge wie zum Beispiel, ich nehme einen Stop-Pause aus meinem Trading, wenn ein Trade sich nicht so entwickelt, wie es läuft. Das heißt, ich rutsche ab in den sogenannten Bereich der unbewussten Kompetenz und greife auf das zurück, was sich da schon manifestiert hat. Nehme ich den Stop raus, dann heißt das etwas anders von mir. In solch einem stressigen, emotionalen Umfeld, so emotionsgeladen, nehme ich den Stop raus, dann heißt das nichts anderes, als dass ich noch nicht verstanden habe, dass Verluste begrenzen der kernprofitablen Trading. Das ist, ich greife unter Stress auf das zurück, was ich im Bereich der unbewussten Kompetenz habe. Das Interessante bei mir, also das kommt nicht so oft vor, also vielleicht liegt es auch daran, wenn man zwei Kinder hat, irgendwann hast du irgendwie alles gesehen gefühlt. Also Trading ist bei mir mittlerweile ein relatives Flow-Ereignis. Aber selbst wenn ich jetzt, ich maße es mir an zu sagen, wenn ich jetzt aus diesem Bereich, dieses optimalen Erregungsniveaus rauslaufen würde, dann wäre es dennoch so, dass ich in der Lage wäre, meinen Stop weiter auf jeden Fall zu halten, weil sich das über die Jahre so eingeschliffen hat, durch Üben, diesen Stop festzuhalten, dass ich den auf jeden Fall nicht wegnehme. Also ich mache alles, was vielleicht nicht so ganz sinnvoll ist. Tastatur aus dem Fenster schmeißen. Ich hatte mal einen, der hat mal im Forum geschrieben, er hat jetzt gerade seinen Rechner aus dem Fenster geschmissen. Ich glaube, das hat er ernst gemeint. Ich habe ihn gefragt, und? Was ist jetzt passiert? Ja, keine Ahnung. Ja. Ist der Trade jetzt nochmal gekommen? Das weiß ich nicht. Der Computer ist ja kaputt. Ich sage, ruf doch mal bei der Börse an. Ruf mal bei der Börse an, beschwer dich mal, dass der Markt nicht ging. Ich glaube, vielleicht hilft das. Ja. Also, dass das völliger Blödsinn ist, das ist uns allen klar. Aber nichtsdestotrotz, der Stop, der wird von mir zum Beispiel nicht mehr angefasst. Wenn das von ihm noch der Fall ist, also das ist immer ganz interessant, sich dann mal auch zu reflektieren. Deswegen auch ein Trading Journal. Das genauso zu dokumentieren, aufzuschreiben. Wie war ich jetzt gerade? Und zwar nicht nur, da bin ich rein, da bin ich raus, sondern auch, wie habe ich mich dabei eigentlich gefühlt? Das ist ein unfassbar wichtiges und wertvolles Informationssammelsurium, welches, wenn ich das da mal nachbereite, mich unfassbar voranbringen kann in meinem Trading. Und jetzt noch mal kurz zu den Emotionen, die wir nicht zulassen sollen. Die habe ich jetzt ein bisschen runterfallen lassen. Alles, was auf der linken Seite stattfindet, also Anstrengung, da müssen wir irgendwie erstmal diesen, ich nenne jetzt mal Berg erklimmen. Wir müssen ja irgendwie von der linken Seite hoch in diese rotfarbene Ellipse. Das ist ganz interessant. Wie viele von Ihnen setzen sich morgens vor den Rechner, machen den einfach an, fahren die Handelsplattform hoch und legen dann halt los mit dem Trading? Niemand? Sie traden nicht? Okay, also, was ist der Ablaufplan? Sie haben genickt. Was machen Sie? Gar nichts? Ja? Einfach an und gut. Worauf ich hinaus will? Hat jemand schon mal, mit Sicherheit schon mal einen professionellen Fußballspieler gesehen, bei einem Fußballspiel? Die wärmen sich vorher auf, ne? Und warum wärmen die sich auf? Naja, wenn der jetzt, sagen wir mal, von 0 auf, wie schnell ist ein Fußballer, 35 Kilometer pro Stunde sprintet, so vollkommen gerade eben aus dem Hotelzimmer, gerade noch Abendbrot, der schafft die 35 vielleicht, allerdings ist er danach erstmal 4 Wochen lang krankgeschrieben vom Teamchef, Arzt, wie auch immer,
Warum? Na, weil er eine Zerrung hat. Muskelfaser ist was weiß ich nicht was. Der muss sich aufwärmen, der muss sich auf ein bestimmtes Niveau erstmal bringen, um dann ausgehend von diesem optimal performen zu können. Also, das, was Cristiano Ronaldo zum Beispiel so phänomenal gut macht, finde ich, der taucht quasi 90 Minuten im Spiel nicht auf. Dann ist die 92. Minute, es steht 1:1 und der steht genau da, wo er stehen muss. Oder ein Torwart, der ein ganzes Spiel lang im Grunde genommen nur in seinem 16-Meter-Raum da rumsteht, FC Bayern München eine ganze Weile, mittlerweile ja nicht mehr, so Manuel Neuer, wo hat er die Weltklasse her? Der war einfach mal von der minus 5. Minute bis zur plus 95. auf einem dermaßen so stark mentalen Level und in der Lage eben top zu performen, dass ihn genau das in die Weltklasse gebracht hat. Und genau so ist es auch im Zusammenhang mit dem Training und der Jerk-Stotzi-Kurve. Also wenn es schwerfällt, sich das aufs Training übertragen, vorzustellen, dann übertrage man das einfach auf klassische Lebenssituationen, auf was, was wir jeden Tag sehen, zum Beispiel ein Fußballspiel oder sonst dergleichen. Und das ist auch, was mit den Emotionen gemeint ist. Also jemand, der sich aufwärmt, bringt sich in gewisser Form in einen Flow-Zustand. Und das Ziel ist es, genau in diesem Flow-Zustand zu verweilen. Und zwar über den gesamten Handelstag hinweg. Und mach das jetzt, mach das mal anders auf. Nee, das war ja zu viel. So. Auch ein altbewährtes Konzept. Also es ist nichts Neues, was ich präsentiere. Ja? Bringen Sie Routine ins Training. Ich habe einen relativ einfachen, sehr provokanten Ausspruch. Wenn man mich fragt, oder wie stellt man sich einen Trader vor? Ein Trader ist doch jemand, der sitzt irgendwie hier so in einem Turm, irgendwo in Frankfurt, in London, in New York, wo auch immer. Irgendwann hängt die Krawatte so auf 7:30. Ja? Er ist schweißgebadet, total aufgeregt, 3 Telefone am Kopf, ist die ganze Zeit nur am Rumbrüllen, irgendwelche Praktikanten durch die Gegend schicken, damit sie noch mal ein bisschen Kaffee nachladen. Und hat ein unfassbar stressiges Umfeld, in dem er sich bewegt. Interessanterweise ist es so, wenn man mal einen Trader, einen professionellen, profitablen, der damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, wenn man so einen jemanden mal kennengelernt hat, dann wird man feststellen, dass der eigentlich die Ruhe selbst ist. Und das Trading auch generell für den total langweilig ist. Der hat seinen Stiefel, den fährt er einfach durch und gut ist. Also es macht für den keinen Unterschied, wie der Tag sich darstellt. Ob er einen Gewinn macht, einen Verlust macht. Er weiß, dass das Ergebnis dieses einzelnen Tages vollkommen zufällig ist. Ein Gewinn ist ein Verlust. Aber dadurch, dass er konstant einen Vorteil kapitalisiert, den er vorher identifiziert hat, ist die Aneinanderreihung dieser einzelnen zufälligen Ereignisse ein positives Gesamtergebnis oder generiert ein positives Gesamtergebnis. Das ist übrigens der Kern dieses auf einer Wahrscheinlichkeit basierenden Umfeld, einen umgebenden Umfelds am Denken, was man über die Jahre eben etablieren sollte. Und jetzt ist es eben so, diese Routine und diesen Ablaufplan, der durchläuft im Grunde genommen folgende Schritte. Vorbereitung, Trading, Resultat, Bewertung, Analyse. Das sind die 5 Schritte, die man einfach durchläuft. Vorbereitung, Warm-up. Das funktioniert für mich. Ich habe zum Beispiel heute Morgen, es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, aber das Hotel, in dem ich bin, hat einen Wellnessbereich. Super gut. Ich habe mir vorgenommen, ich stehe schon um 6 Uhr auf und gehe in die Sauna. Um 6 Uhr war das Hotel dann richtig wach und die Sauna auch noch nicht an. Deswegen hat das nicht ganz so gut funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist auch tatsächlich Folgendes. Finden Sie für sich raus, was für sich funktioniert. Also das heißt, wenn Sie morgens zum Beispiel erstmal eine halbe Stunde brauchen, um auf Betriebstemperatur zu kommen, wenn das beinhaltet, sich einen starken schwarzen Kaffee zu nehmen, eine Zigarette auf den Balkon zu stellen und einfach mal so ein bisschen den Tag zu starten. Oder andere, die sagen, ich muss erstmal eine halbe Stunde joggen gehen. Ich brauche eine kalte Dusche, ich muss dann anschließend einen guten Kaffee haben, ein entsprechendes Frühstück und kann mich dann an den Rechner setzen. Wenn es das ist, was man benötigt, um auf Betriebstemperatur zu kommen, sollte man das tun. Aus dem Bett rauszurollen, zu sagen, ich kann von zu Hause arbeiten, sich vor den Rechner zu lümmeln und dann irgendwie in Jogginghose da so. Wenn Sie sich schön anziehen müssen dafür, das hört sich lächerlich an, aber wenn Sie das brauchen, ich habe letztens mit einem gesprochen, Homeoffice zum Beispiel, da sagt er, sobald ich in Jogginghose bin, fahre ich runter, dann mache ich gar nichts mehr. Ja? Das heißt, wenn ich von zu Hause arbeite, muss ich mich fein anziehen, ich muss das Gefühl haben, ich gehe jetzt zur Arbeit. Das sind alles Sachen, das ist für jeden individuell, das ist für jeden unterschiedlich. Das sollte man aber wissen, was es ist, man sollte es dokumentieren und man sollte es vor allem tun. Und ich vermute sogar, dass das dann der Startpunkt sein wird zu einer signifikanten Veränderung im Trading. Man wird dadurch nicht profitabel, aber man fühlt sich beim Verlieren dann nicht mehr ganz so schlecht, sagen wir es mal so. Und man sagt, das hat sich gut angefühlt, das mache ich morgen nochmal. Denn irgendwann wird es schon funktionieren. Dann das Trading selbst. Das setzt natürlich jetzt immer voraus, dass man schon eine profitable Handelsstrategie hat. Das ist natürlich klar. Also davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir das haben. Wir haben ein ganz klares Konzept, das wir durchlaufen.
dann handle ich. Aber auch nur das. Ich dokumentiere mein Trading erst im nächsten Schritt. Ich gucke mir, also im Bereich Resultat. Wenn ich trade, dann heißt das im Endeffekt, ich trade den Ansatz. Ich gucke mir nicht meine Profit-Loss an, also meine P&L, ob Gewinn oder Verlust, das sehe ich zwangsläufig im Chart. Also wenn ich auf steige Kurse setze und das ist eine rote Kerze, dann weiß ich, das war jetzt nicht so gut. Oder umgekehrt. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, ich fokussiere mich nicht auf Dinge wie zum Beispiel jetzt, welcher Gewinn entsteht, welcher Verlust entsteht, male mir den Gedanken aus, oh, wie könnte man den Gewinn vielleicht schon ausgeben, der Verlust, kann ich mir die Miete überhaupt noch leisten, all das muss in diesem Plan ganz klar konkretisiert sein. Und den sollte man auch einfach nur umsetzen. Denn sobald ich anfange, mich mit solchen Trivialitäten wie, wie viel liege ich vorne, wie viel liege ich hinten, auseinanderzusetzen, hat das emotionale Nebeneffekte, die zu kognitiven Verzerrungen führen. Kognitive Verzerrungen wiederum sorgen dafür, dass besonders wenn sie sich häufen, sie einen negativen Einfluss auf meinen generell hoffentlich positiven Erwartungswert in meinem Trading haben. Positiver Erwartungswert heißt Profitabilität im Trading, also ich bin weniger profitabel im Trading. Ergo, zurück, weniger Emotionen. Also das heißt, reduziere alles, was dich irgendwie negativ beeinflussen kann. In dem Fall fokussiere dich nur auf Trading. Dann Dokumentation des Resultats. Trading Journal rausgeholt, Einstieg, Ausstieg, wie habe ich mich gefühlt, etc. pp. Dann Bewertung. Also war das denn überhaupt richtig, was ich gemacht habe? Wie oft passiert es, dass ich einen Trade eingehe, ich bin long, ich weiß aber gar nicht warum. Also wenn ich long bin in Bitcoin und dann so eine Rallye sehe wie letztes Jahr, dann ist mir das auch egal. Aber wenn ich das langfristig machen will, und zwar konstant, jeden Tag, und damit vielleicht meinen Lebensunterhalt bestreiten, dann sollte ich schon wissen, warum ich das tue. Also genauso wie ich ja auch weiß, warum ich mich morgens als Angestellter ins Auto setze und zur Arbeit fahre. Wenn ich das mal über einen gewissen Zeitraum nicht mache, verliere ich meinen Job. So, relativ einfach. Genauso sollte ich auch wissen, warum bin ich long, warum bin ich short. War die technische Ausführung korrekt? Wurde der Trade beeinflusst durch News, durch Slippage, also schlechtere Ausführung, bessere Ausführung und so weiter? Und dann ist dann so ein Moment, das habe ich jetzt hier nicht so gut eingefangen, aber normalerweise machst du dann erstmal einen Cut für den Tag und dann fährst du wieder runter. Das ist so ein Cooldown. Beim Fußball nennt man das Auslaufen. Und dann setzt du dich hin und analysierst das nochmal in der Tiefe. Und vor allem, welche Verbesserungsvorschläge kannst du denn jetzt machen oder was kannst du in Zukunft besser machen, sodass das alles auch einen positiven Effekt hat auf dein Trading. Denn sich einfach nur hinsetzen, das aufzuschreiben, ist zwar schön und gut, aber es sollte ja auch irgendwann unterm Strich mal was bei rauskommen. Und genau da kommt diese Grafik eben entsprechend zum Tragen, die ich auch sehr gerne weiterempfehle. Übrigens, diese Gedanken hier zu basieren nicht auf meinem Input, sondern es ist eine Zusammenfassung, also gibt es in der schriftlichen Form, glaube ich, tatsächlich nur von mir, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in schriftlicher Form findet man den Grundgedanken dazu in dem Buch Trading in the Zone von Mark Douglas. Leider gibt es das nur in englischer Sprache. Das ist wahrscheinlich das beste Buch zur Trading-Psychologie, welches es gibt, deswegen empfehle ich es auch wärmstens. Und den Ablauf kann man sich so vorstellen, einfach mal konkret aufs Trading. Wir haben ein Setup, wir handeln dieses Setup durch, 20 Tage, 25 Tage, ein Monat. Vom 1. bis zum 30. Setzen das also um, dann dokumentiere ich das Trading, das Ergebnis im Trading Journal. Nächster Schritt, ich berechne zum Beispiel die sogenannte Trefferquote, Verlustquote, also das heißt, ich schaue mir an, wie oft lag ich richtig, wie oft lag ich falsch und dokumentiere auch zum Beispiel das Payoff Ratio, das ist das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust. So, dann habe ich mir die Frage gestellt, warum habe ich nicht so funktioniert, wie ich funktioniert hätte. Also ich habe diese Basisstrategie, die lasse ich einfach durchlaufen und dann gucke ich mir an, wie habe ich denn performt im Vergleich zur Basisstrategie? War das Ergebnis besser? War es schlechter? Und vor allem, warum war es besser oder warum war es schlechter? Da stelle ich mir die Frage, wie kann ich diesen Fehler ausmerzen, also wenn sie schlechter war die Performance, oder wie kann ich den kontinuierlicher begehen, Fehler, im Sinne von Erwartungswert optimierender Fehler, sodass ich dann in der Lage bin, eben meinen Erwartungswert, also meine Profitabilität generell zu steigern. Dann implementiere ich die Veränderung und dann fange ich von vorne an. Das ist im Grunde genommen der Ablaufplan, einfach mal ganz grob, schnell durchgeschildert, wie sowas ausschauen kann. Und Punkt. Das war's. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Mehrwert liefern können und vielen Dank.